Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Heute haben wir ja, eine ziemlich schicke Dose hier tatsächlich zu stehen und zwar das Reaper B. Reaper B Golden Ale, wo kommt's her? Aldi Süd. Und da geht natürlich nochmal ganz besonderer Dank, Daumen hoch, an den lieben Harry, der mich sofort angeschrieben hatte und meinte so, hey komm, ich kann dir die besorgen, bei ihm gibt es die da nämlich in Baden-Württemberg und dann hat er sie mir in einem Bierpaket ja zugeschickt. Ich habe ja, glaube ich, ein Unpacking gemacht. Ja, wer steckt denn hinter Reaper B? Ganz klar, Oettinger, ne? Ist tatsächlich die Oettinger Brauerei, die hat da wieder so ein bisschen mit so ihre Finger im Spiel, soll so ein bisschen in diese Craft-Bier-Richtung reingehen. Naja, mit dem Dosendesign haben sie es auf jeden Fall hinbekommen, denke ich mal. Hamburg, St. Pauli, ja, Reaper B oder Reaper B, wie auch immer man das aussprechen mag. Ich denke mal eher Reaper, wenn das auch schon steht von Hamburg, ne? Reeperbahn, ist klar. Die Assoziation, wo die herkommt, Golden Ale, ist auch klar, was das ist. Ja, und kommt hier, wie gesagt, ne, mit diesem Bullauge und mit dieser schicken Dame da drauf. Also vom Design her richtig toll. Ein schöner Anker. Ja, Reeperbahn, nee, wie heißt das hier? Rebana GmbH. Okay, also da steht jetzt nichts von Oettinger drauf. Entweder übernehmen die auch nur den Vertrieb oder so, ich habe keine Ahnung. Also hier steht auf jeden Fall Rebana GmbH aus Hamburg. Oettinger steht hier hundertprozentig nicht drauf, weil wie gesagt, Bierbasis stand da auch was von Oettinger, aber naja. Gut, was haben wir denn da drin? Da haben wir Wasser, Gersten, Malz, Weizen, Malz, Hopfenextrakt drin bei 4,8% Umdrehungen und 17 IBU. Okay. Ja. Moin ihr Landratten! Sündiges Craftbier gefällig. Bunt und weltoffen wie die Reeperbahn bringen dich unsere Reaper B-Girls auf neuen Kurs. Also wenn das mal nicht marketingtechnisch ist, ne? Unser Golden Ale ist erfrischend wie eine Meeresbrise. Leicht bekömmlich und obergärig. Gebraut. Unaufdringlicher Geschmack mit fruchtigen Aromen, eine kühlblonde Versuchung. Ach so, ja, gut. Ja, ne, deswegen. Nette Dame. So, jetzt will ich aber nicht mehr da die Dose bestaunen, Freunde. Die könnt ihr euch selber angucken auf dem Foto. Wir machen sie mal auf die Büchse und lassen dann wirklich mal laufen hier, weil ich habe auf jeden Fall Bierdurst. Das ist heute mein erstes. Würde ich sagen, laufen lassen. Golden Ale. Ja, ist auch schon wieder ein Weilchen her, wo wir das letzte getrunken haben. So, ich finde die Dose so geil. Wurde sich übrigens auf dem Kanal hier schon ein paar Mal gewünscht, dass ich das auch mal testen sollte. Und wie gesagt, bei uns ist das immer problematisch mit Aldi und Craft Beer, ne? Wir haben ja nur drei Sorten Bier bei unserem Aldi Nord. So, ist ein Bier, gibt sich erstmal als Bier zu erkennen. Finde ich ja schon mal ganz hübsch hier. So, was haben wir denn da? Ja, ein Fingerbreite Blume, mittel- bis grobporig, ein paar Luftbläschen sind drauf. Ja, bleibt sogar ganz wenig an der Glaswand haften. Schneeweiß das Ganze. Ich würde sagen, 90 Sekunden Standard schafft es, Blümchen dort im Glas stehen zu bleiben. Schaut mal. Ist ja erstmal soweit okay, ne? So, Golden Ale. Ja, klassisches Getreidegold. Schön tief, alles andere als wässrig. Ja, schön glänzend. Karbonisierung muss ich sagen, eher unterdurchschnittlich. Perlt eher so ein bisschen gemütlicher ab, das Ganze. Keine Schwebeteilchen drin und Blumenteppich hat keine Risse, keine Löcher oder Inselchen. Naja, das ist ja schon mal was. Leute, muss ich sagen, sieht doch eigentlich so ganz ansprechend aus. Da kommt es da aus der Dose daher. Ich würde sagen, ja, sieht gut aus. Möchte ich auch gerne so bewerten. Bekommt von mir 5 von 5 / 6 möglichen Punkten. Aber wie gesagt, gerade so ein bisschen mehr Blume. Aber das sage ich aber jedem Bier, ne? So, naja, wollen wir mal schauen. Wonach schnuppert es denn hier? Ja, muss ich sagen, nicht sehr selbstbewusst vom Bouquet her, eher ein bisschen zurückhaltender. Ja, ein paar Nuancen kannst du tatsächlich herausriechen. Bisschen fruchtig, ja. Gerade so ein bisschen Melone hatte ich da so. Aber mild, ne? Lieblich, mild, fruchtig. So würde ich das Bouquet am liebsten beschreiben wollen. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, probieren wir es mal. Genau, Antrunk. Auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss.
Oh je. Oh je. Das ist wieder Leitungswasser mit einem Tropfen Bier drin. Ich meine, es ist spritzig. Also, fangen wir mal an. Antrunk, Attribute, ganz klar. Spritzigkeit, das möchte ich als allererstes nennen. Das heißt, es prickelt richtig schön auf der Zunge. Wieder einmal der Beweis, man sieht jetzt zwar optisch von der Kohlensäure, von der Karbonisierung her nicht viel, aber trotzdem ist es ziemlich prickelnd auf der Zunge. Ja, also es ist wie gesagt ein schöner Effekt, der immer da ist. Aber wundert man sich halt, nanu, warum ist denn das so, wenn es doch gar nicht so perlig aussieht im Glas? Na, das kann tatsächlich sein. Beste Beispiel. Ist ja schon mal positiv. Ja, dann dynamisch ist klar, es ist so, wie es gerochen hat, mild. So ist es dann auch im Mundraum und jetzt kommt leider auch komplett verwässert. Es ist ein komplett dünnes, flaches, verwässertes Bier. Merkst du sofort beim Antrunk, ich so, wow, ist ja wie Leitungswasser. Ja, sprudelige Selter, sage ich mal, mit einem Tropfen Bier drin. So in etwa kam das. Fruchtigkeit, die da auf der Dose drauf stand, habe ich jetzt bei einem Golden Ale ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Wir dürfen uns da zum Beispiel an, wie hieß sie noch gleich? Kona, glaube ich, oder Koma Brauerei. Nee, Kona hießen die. Kona, das Big Wave zum Beispiel aus Hawaii. Ne, da wussten wir auch so, Mann, das ist ein Golden Ale. Ne? Das war ganz gut. Aber das hier, das ist wirklich sehr dünn. Naja, wollen wir mal trotzdem weiterschauen. Malzkörper kaum ausgeprägt. Der müsste eigentlich auch bei einem Golden Ale ein bisschen ausgeprägter sein. Da merkst du fast gar nichts. Hinten raus ebenfalls die Herbe, kaum wahrnehmbar. Einzige was ist, ist Spritzigkeit und eine ganz, ein Hauch wirklich in der Textur, so ein ganz kleiner Hauch Fruchtigkeit. Also wenn wir das jetzt mit der Eichbaumbrauerei mit dem Fat Rhino oder Dizzy Hippo vergleichen würden, da liegen Welten zwischen, Dimensionen, gehe ich so weit, ja. Das ist. Ich hätte ja erst getippt, ist Eichbaumbrauerei. Ja, ein bisschen saure Nuancen kommen tatsächlich noch durch, jetzt hier im Körper drin, aber. Nee. Schicke Dose, Leute. Fazit, fassen wir mal zusammen. Ja, Repa B, wie auch immer, Golden Ale aus einer wirklich schicken Dose, die gefällt mir, das Design. Aber der Inhalt vom Bier, das ist mir einfach zu flach. Das wäre jetzt, könnte man sagen, so ein schöner Sommerkandidat. Ja, so ein Sommerbier könnte man tatsächlich als solches vermarkten. Aber ich glaube, es gibt, oder, hatten wir neulich schon mal die Diskussion gehabt, durchaus ansprechendere Sommerleitbiere auf dem deutschen Markt, als jetzt, wie gesagt, hier dieses Repa B. Für wen ist denn das was? Also ich sag mal, das wäre so ein Kandidat Baggersee, ne? Das hast du dann schnell mal im Rucksack drin, gut schön runterkühlen am Baggersee, dann kannst du dir da 3-4 Dosen geben, dann bist du nicht gleich betrunken, das ist soweit alles in Ordnung. Aber Geschmack ist da kaum. Da ist kaum Aroma und alles extrem flach, also alles sehr linear gehalten. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich an die Konkurrenz Eichbaumbrauerei denke und da ihre Craftbier-Reihe, in Anführungsstrichen Craftbier-Reihe, da ist auf jeden Fall mehr Power drin, ich sage jetzt mal mehr Inspiration, als das, was jetzt da in der Dose hier steckt, weil das ist mir einfach zu flach, Leute, da ist kaum Aroma drin, das ist einfach so verwässert, das mag ich ja gar nicht. Und dann auch noch sauer zum Schluss. Das bringt ja das fast zum Überlaufen, Freunde. Tut mir leid, also das Golden Ale, das will ein Golden Ale sein, ist es aber nicht, meines Erachtens. Das ist zu mild, zu flach für ein Golden Ale. Ja, müssen wir ein bisschen härter heute mal bewerten. Tut mir leid, Dose finde ich toll. Ich finde es immer schade, wenn ich Biere eher unterm Durchschnitt bewerte. Aber das geht wirklich nicht. Da, man muss es nicht ins Klo kippen. Gerade mal so 2 von 5/6 möglichen Punkten. Das ist es mir wert. Aber ein zweites Mal würde ich es jetzt nicht trinken wollen. In dem Sinne, Biersüffler ist draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.